Wir wünschen uns Frieden. Wir alle wünschen uns Frieden aus der Tiefe unseres Herzens für die ganze Welt, für alle Menschen. Und es wäre so schön, wenn es endlich Frieden geben würde. Ihr Lieben, heute spricht Erzengel Raphael zu uns über dieses Thema und er wird ganz viel Liebe und Unterstützung bringen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für Weiterbildung im spirituellen Bereich, im deutschsprachigen Raum. Und wenn es dich interessiert, immer die neuesten Nachrichten zu erhalten, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, ihr Lieben, die Engel sind ja immer bei uns. Sie sind bei uns und sie beobachten uns. Sie helfen uns in jeder Lage. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist es ja so wichtig, dass wir von den Engeln Unterstützung erhalten. Und deswegen ist heute Engel Raphael bei uns. Er begleitet mich auch schon einige Jahre sehr intensiv. Und so werden wir heute zusammen mit ihm ganz viel Friedensenergie auf die Erde bringen. Eine Friedensenergie, die für dich, für jeden anderen, für die komplette Erde, für mich auch und für alle einfach wirkt. Weil Engel Raphael wird direkt in unsere Herzen hineingehen und in unseren Herzen die Felder des Friedens berühren. Denn jeder Mensch trägt natürlich auch die Felder des Friedens in sich. Das ist ganz klar. Und diese Felder des Friedens sind einfach da und sie möchten auch ausgedehnt werden. Was dem Ganzen entgegenwirkt, sind die 2 Jahre der Angst und jetzt das Neue auch wieder der Angst. Es sind also 2 Angstschleifen, die sich im Moment energetisch auf die Erde gelegt haben und versuchen, die Erdenergie herunterzudrücken. Weil es einfach, Angst ist eine niedere Energie und auch Krieg natürlich ist so eine ganz starke niedere Energie. Und wir können dem entgegenwirken, jeder Einzelne, indem wir uns auf das Licht konzentrieren und das Licht und die Liebe in unserem Herzen ausdehnen. Das ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst wird. Und ich soll euch bitten von Erzengel Raphael, gebt nicht auf, sondern bleibt immer in der Hoffnung, dass das Gute und die Liebe der Frieden kommt, dass sich das ausdehnt. Und je mehr wir sind jetzt in dieser Meditation und in dem Channeling und je mehr wir sind überhaupt auf der Erde, die immer an den Frieden denken, die vielleicht morgens und abends ein kleines Friedensgebet sprechen, umso stärker wird sich diese Energie ausdehnen und umso mehr wird auch den Menschen geholfen, die sich in diesen Gebieten finden, wo jetzt gar kein Frieden ist. Denn es geht ja darum, dass auch diesen Menschen geholfen werden kann. Und das wird so sein, weil wenn wir ganz viel Friedensenergie, wenn wir das in der Meditation, in einer tiefen Herzensmeditation aus unserem Herzen hinausfließen lassen, dann ändert sich wieder die Erdenergie. Und in dem Moment, wenn sich die Erdenergie wieder erhöht oder noch mehr erhöht, als wie sie jetzt erhöht ist, dann kann der Frieden und das Licht einziehen. Und das ist unsere Aufgabe, denn wir sind ja in dieser Zeit inkarniert. Wir sind einfach jetzt hier und als Lichtarbeiter, als lieber Mensch, als Herzensmensch, so wie ihr das alle seid, die ihr hier seid und zuhört, zuschaut, ist es ganz normal und selbstverständlich, dass man sich zusammentut und für den Frieden manifestiert. Viele tun es auch in den Friedensmärschen. Das ist auch eine wundervolle, tolle Lichtarbeit. Und völlig egal, was du tust, wenn du es im Sinne des Friedens tust, trägst du dazu bei,
dass sich alles friedvoll ändern kann. Denn auch diese Änderungen, die wir ja wünschen, ein Ende des Krieges zum Beispiel, der soll friedvoll sein. Das ist mein persönlicher Wunsch und ich denke, den Wunsch stimmt ihr alle zu, dass endlich dem ein Ende gesetzt wird und die Menschen, die verantwortlich sind für diese krassen Maßnahmen, dass die zur Ruhe kommen, dass die diese Aggressivität ablegen und erkennen, dass es so nicht weitergeht. Wir wissen auch, dass die Medien alles übertreiben. Wir wissen auch, dass vielleicht gar nicht alles stimmt, was uns gesagt und gezeigt wird. Das sollten wir immer auch im Hinterkopf haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten, mehr denn je zuvor, zusammenhalten und den Frieden auf die Erde bringen, dass wir manifestieren. Und Engel Raphael ist dabei, er wird alte Verletzungen transformieren in Licht. Er wird dafür sorgen, dass sich das, was wir vielleicht noch in den Zellkernen von unseren Ahnen übernommen haben, die vielleicht in einem Ersten oder Zweiten Weltkrieg waren, dass dies heute aufgelöst wird. Und das finde ich sehr wichtig, denn die alten Strukturen, die brauchen wir nicht. Und diese alten Verletzungen, die wir in uns tragen, unbewusst, wahrscheinlich unbewusst, weil wir kennen, so unsere Generation kennt eigentlich den Frieden, wir kennen das andere nicht. Und von daher kann es sein, dass diese Zellstrukturen keine gute Auswirkung haben und die verlangen förmlich danach, in das heilende Licht von Engel Raphael eingehüllt zu werden. Und diese Energie werden wir über die ganze Erde ausbreiten. Die werden wir ausstrahlen lassen zu den Menschen, die dafür offen sind. Und es wird sich dadurch die Erdenergie anheben. Und ich freue mich jetzt so sehr auf die Botschaft von Erzengel Raphael und ich danke dir sehr, dass du heute hier bist und wir zusammen das alles machen können. So, jetzt sprühe ich mich ein mit der Friedensenergie. Ich habe eine neue Essenz gemacht mit der Friedensenergie und ich sprühe mich ein mit der Fülle, damit diese Energie sich verstärkt und ich schicke euch auch ein bisschen rüber. Manche von euch riechen ja sogar, wie die Essenzen riechen. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel Kraft und ganz viel Licht. Und nochmal danke, dass du hier bist. Liebe Menschenfamilie, liebe Lichtfamilie, liebe Menschen des Friedens, ganz herzlich darf ich euch jetzt einladen und begrüßen zu der Friedensmeditation bzw. zu dem Channeling von Engel Raphael. Und so sind wir hier versammelt und wir werden uns vorbereiten. Und zwar so vorbereiten, dass wir das Licht der Liebe einatmen und dass wir auch das Licht des Friedens einatmen und uns in dieser Energie ausdehnen. Und in diesem Moment beginnt sich deine Aura in dem hellen Licht des Friedens einzustellen. Du spürst, wie Frieden durch dich hindurchfließt und wie dieses helle Licht leuchtet. Und aus dieser Energieschwingung bist du bereit, jetzt die Worte von Engel Raphael zu empfangen?
Ich rufe Erzengel Raphael. Ich rufe das Licht des Friedens. Und so strömt herbei die Energie von Erzengel Raphael. Smarana, geliebte Menschen, Smarana, ihr wundervollen Lichtmenschen, die ihr heute hierher gekommen seid, um zusammen mit mir das Licht des Friedens zu erneuern und in seiner Energie anzuheben. Und so habe ich das Licht des Friedens mitgebracht. Es ist das Licht des Friedens aus dem Universum, das unendliche Licht des Friedens, des Vertrauens, der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. Und so werde ich nun zuallererst deine Zellkerne befreien von allen Dingen, welche hinderlich sind, von allen Energien, die du vielleicht noch trägst aus früheren Inkarnationen oder aus deiner Ahnenreihe. Alle Energien, welche von Kriegen getragen sind, werden nun transformiert. Alle Energien, welche Verletzungen tragen, aus schlimmen Zeiten, welche Schmerzen tragen oder Verluste oder Ängste, all dies werde ich nun in dir lösen. Und gleichzeitig wird diese Erlösungsenergie über die Erde sich ausbreiten, um die Menschen zu berühren, welche gerade in einer sehr schwierigen Situation sich befinden. Und so nimm dir ein wenig Zeit, um zu spüren, wie die Energien dich tragen und lieben, wie sie zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. Und nun, lieber Mensch, überreiche ich dir das Licht des Friedens. Ich gebe es in deine Hände. So nimm die Fackel des Friedens entgegen und halte sie hoch. Halte sie, denn du bist der Fackelträger des Friedens. Deswegen bist du heute hierher gekommen. Deswegen hat dich deine Seele hierher geführt. Und wenn du vielleicht mit deinem inneren Auge um dich schaust, wirst du sie sehen, die vielen Menschen, welche als Fackelträger nun sich zu einer großen Gruppe formieren. Und so kannst du vielleicht auch erkennen, wie wir gemeinsam jetzt das Licht des Friedens in einem großen Zug des Friedens, wo wir alle zusammen sind, in die Länder bringen, wo es benötigt wird. Und so gehe nun mit uns
und überbringe die Kraft des Friedens. Bitte stell dir dabei vor, wie in all die Länder Frieden einzieht, wo es nötig ist. Lasse die Bilder hochkommen und entstehen, wie die Menschen erlöst werden von dieser schrecklichen Situation. Breite deine Arme aus, umarme diese Menschen, tröste sie und gib ihnen Kraft. Übergib ihnen das große Licht der Liebe. Ich, Engel Raphael, ich halte die Energie, sodass du nun wirken kannst. Und so ist es geschehen. Du hast mit deiner ganzen Liebe das Friedenslicht auf die Erde getragen. Und die Menschen werden Hilfe bekommen, so wie es gut und richtig ist. Voller Achtsamkeit danke ich dir sehr dafür, dass du heute hierher gekommen bist, dafür, dass du mit uns zusammen für das Große und Ganze gewirkt hast und dass du geholfen hast, das Licht der Erde in die höhere Frequenz hineinzutragen. Und so lege ich den Mantel von Smarana um deine Schultern, so dass er dich schützen möge und du die Verbindung zur geistigen Welt spürst. Engel Raphael verabschiedet sich von dir voller Liebe und im Frieden. Liebes Menschenkind, komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und bedanke dich bei der geistigen Welt, bei Raphael, bei deiner Seele dafür, dass du heute so wundervoll unterstützt worden bist. Und ich danke euch so sehr, dass wir zusammen so viele schöne Dinge tun können, dass wir zusammen lichtvoll wirken können und die wundervolle Fackel des Lichtes, des Friedens jetzt zusammentragen, weitertragen und alle unterstützen, die die Unterstützung brauchen. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Es war so schön. Ich bin so richtig noch in dieser Energie. Und ich wünsche mir so, dass es jetzt aufhört. So sehr. Und wenn du immer die wichtigsten Botschaften, die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren, indem du einfach hier auf die Kugel klickst. Ich danke dir sehr dafür. Ich wünsche dir eine friedvolle Zeit. Gib die Hoffnung und das Vertrauen niemals auf.
Tschüss.